Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Sky Factory. Hier mit dem netten Jens und mir natürlich, die von der 8-3. Und ja, wir sind fleißig am Farmen und ihr seht, der Baum ist verschwunden und es steht eine große Sandsäule da, durch die sich der Jens langsam durchkämpft. Und ja. Ich habe Eisen und Gold und damit mache ich jetzt tolle Dinge. Was genau, das weiß ich noch nicht, aber es werden tolle Dinge sein, das kann ich euch sagen. Du könntest Monokel craften. Das könnte ich tatsächlich tun. Dann hätten wir auch was geschafft wieder, ne? Ja. Aber ich glaube, ich brauchte die 4 Gold für irgendwas anderes. Ja, es ist immer so viel zu tun und keine Ahnung. Okay, Moment, jetzt muss ich eben mal gucken. Wir haben da 9 Eisen drin. Dann haben wir hier noch einen Block Eisen. Das sind 13 Eisen, das sind 22 Eisen, das reicht aber nicht für eine Anvil. Kacke. Wofür brauche ich denn jetzt nochmal das Gold? So. Also man könnte auch warte. Lass mich, ich klaue mir mal ein bisschen was. Ja, okay. Also wir könnten eine Turtle craften aus dem, was wir schon haben an Materialien und dann die Eisen-Ingots farmen lassen bei der Mob-Farm. Ach ja, stimmt, du wolltest ja auch ein Village bauen, ne? Ja, das könntest du auch schon machen, ja. Ja, ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Wie macht man ein Village in Minecraft? Ja, ich glaube, du musst nur eine spezielle Anzahl an Türen haben. Okay. Interessant. Erzähle mir mehr davon. Könntest du irgendwie ein Haus machen mit was weiß ich, 10 Türen und dann mehrere davon und dann müsstest du das als Dorf zählen. Und dann spawnen die irgendwann einfach so. Oder muss man ja da irgendwie an einer gewisse Anzahl am Anfang drin haben? Ne, ich glaube, die spawnen dann von alleine. Okay, interessant. Und sobald dann einige da sind, wird dann auch so ein Eisengolem kommen. Okay. Maybe. Ja, vielleicht. Das ist auch gerade so, yeah, okay. ja, guck mal, 5 Dirt habe ich schon fertig für unsere Dirt Chest 9000. Ist das nicht wundervoll? Mega. Mega. So sieht's nämlich aus, Leute. Jetzt habe ich hier auf einmal ein Crafting Table im Inventar. Hast du damit etwas zu tun? Nee. Leugne es nicht. Ich habe meinen auf so 2. Na gut. Vertraue ich dir mal. Was ist das denn hier? Skystone Dust. Ja, von Applied Energistics, glaube ich. Ja, was macht man damit? Zu Skystone zusammenschmelzen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist das sinnvoll? Ach ja, aber sinnvoll oder nicht, da kann man sich ja immer streiten. Aber nun. So. Jetzt brauche ich noch irgendwas hier vorne. Richtig. Redstone. So heißt das Material. Boah, ich habe ja gerade aber auch echt harte Frame-Anbrüche teilweise. Also ich habe hier noch 7 Redstone im Inventar, wenn du welches brauchst. Nö, alles gut, alles gut. Boah, dieses 7, ne, es braucht so ewig. Gott. Ja, pack mehr Spannung drauf. Würde ich gerne, dafür brauche ich aber mehr Sand. Na gut, Sand habe ich nicht. Ja, genau. Da kommen wir aber bestimmt noch irgendwo wieder irgendwann hin. So. Sobald du den Hammerer hast. Genau, genau. Der Eisen kostet übrigens. Ach, echt? Ja, ja, hab ich gehört. Weiß ich nicht. So, hier sind auch noch 60 Gravel. Die kannst du auch nochmal durchsiften. Mein Inventar ist voll. Ach ja, Details. Hier, ich bin mal großzügig und den gibt's auch noch oben dazu. Aber jetzt hab ich Flint? Nicht, ne? Ja. Der hat sich automatisch in Flint verwandelt, der Gravel. Weil irgendwie habe ich der. Ja, ich habe das wieder hier Bullshit gebaut. Egal. Psst, verrat das keinem. Nee, alt, so, fertig. Duck, duck, duck. So, eine Dirt Chest 9000. Steht am Ende der Reihe. Mit How to use your Dirt Chest 9000 in ihm drinne. So, welcome to your new Dirt Chest 9000. We hope you enjoy many happy years of storing your stack of dirt in our storage utility.
usage. Simple, insert the stack of dirt of your choice into highly receptive slot and enjoy great convenience of having that dirt available to you anytime you pass by this chest. We hope. Passt nur ein Stack rein? Ja, ich glaube. Gut, dann ist das ja nicht so schwer, die zu füllen. Boah. Please dispose this guidebook responsibility. Do not order. Okay, also wir sollen das in Lava schmeißen, nachdem wir fertig sind. Oder einfach in die Void. Boop. Na, das hat ja super geklappt. Ja, weißt du was? Ich räume auch gerade mal ein bisschen auf hier, ne? Dann kann ich das ja alles direkt in die Dirt Chest packen. 9000. Ja. So sieht's aus. Richtig, ich weiß, was ich bauen wollte. Planter und Harvester. Und ein Dorf. Und ein Dorf, richtig. Wobei ich nicht weiß, wie das Dorf funktioniert. Also gucke ich mir erstmal Planter und Harvester an. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür ich das Gold brauche. Flowerpots. Hast du noch hier Dust über? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Dust? Nee. Iron Dust, ja. Okay, dann brauche ich so viel an Dust. Ich hoffe, das reicht. Wir werden es sehen. Was soll ich denn mit dem Flint? Wegpacken. Achso. Ist doch logisch, Mensch. Wieso habe ich Gold Ore? Oh Mann. Ist das hier ein Dreckshaufen und so? Lal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 
Keine Ahnung, die ist irgendwie in meinem Inventar aufgetaucht. Komisch. So. Wie bitte? Ich kam gerade nicht aus dem Haus raus. Achso, stand ich dir da im Weg? Was Nö, ich konnte einfach nicht laufen. Achso. Wundervoll. Ein Planter. Den müssen wir aber auch mit Energie versorgen. Habe ich das Gefühl. Weißt du was? Ich glaube, wir machen hier am besten so eine Hochebene in Anführungsstrichen. Dann können wir da von unten dran gehen. Oder wir bauen nach dahin aus, dann baue ich unten drunter auch noch die Plattform weiter aus. Wie wäre das? Ja. Ja, alles klar. Dann gehe ich jetzt mal hier runter und baue die Plattform aus. Und drücke einmal F7, um mir die nicht ausgeleuchteten Plätze anzuzeigen oder anzeigen zu lassen. Anzuzeigen zu lassen zu tun? Genau. So, ich habe doch noch hier sind Torches, genau. Wundervoll. Mit Skystone, das kann man anscheinend gar nichts machen. Das ist bitter. Bestimmt kann man irgendwas machen, aber es steht einfach nicht im Nähe drin. Passiert ja auch schon mal. Das könnte auch sein. Ups. Das war nicht so geplant. So, wunderbar. Bing. So. Also was man direkt einschmelzen kann, ist jeweils der Dust. Ja, genau. So. Wo bist du denn am Sein dran? Hier vorne. Hier vorne ist gut, ne? Ja. Hier so. Irgendwo am Arsch. Genau. Das fasst es recht gut zusammen. Könnt ihr auf die Map gucken, aber da erkenne ich auch nichts gut. Ja, du solltest die Neutral Mobs ausmachen. Ich könnte auch ranzoomen, wenn ich wüsste, mit welcher Taste das nochmal war. Ja, genau, genau. Das war das andere Problem. Richtig, ich erinnere mich. Das haben wir letzte Woche oder also bei der letzten Aufnahme noch herausgefunden, aber. Echt? Hatten wir? Ich glaube schon. Ich meine nämlich nicht. Nicht? Gut, dann wollten wir es herausfinden. Genau, wir wollten es herausfinden, haben es aber nicht hingekriegt. Aber pssst, verrat das keinen. Ja, das ist schlau. So. Hier. Eins, zwei. Planter. Und einmal Wasser obendrauf. Aber vorher natürlich außenrum erstmal hier so eine Mauer ziehen. Gut, gut. Und mir ist auch gerade aufgefallen. Ich möchte das noch einen weiter höher machen. So. Ich glaube zumindest, dass das so richtig ist.
Ich hoffe es. Gut, schauen wir mal nach. Dass wir das hier einigermaßen... Hier, hier, hier und dann nochmal einen hier an die Wand. Ups. So. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, für den Harvester. Harvester? Ja, Harvester. Brauchen wir die goldene Axt. Und dafür brauchte ich nämlich das Gold. Was hast du hier getan? Warum? Ja, ich hatte noch so Dinger über. Ja, dann bau doch oben die Dingens weiter aus. Nee, so viel habe ich jetzt auch nicht über. Okay, die Schmelter gerade frei? Ja, ich denke schon. Okay. Okay, eins, zwei, drei. Wundervoll, einen Harvester. Ach, ist ja nicht herrlich. So. Jetzt brauchen wir noch Energie. Oder sowas in der Art. Aha. Mhm. Richtig, 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 da war was. Schmeißt du gerade Eisen rein oder was hast du drin? Ja. Wundervoll. Da voll. Ja, wundervoll. So sieht's aus. Ach, das ist unglaublich mit dir hier. Und ich muss das jetzt alles wieder einreißen. Hä? Ja, dann könntest du noch ein bisschen Lava nachlegen in Dingenskirchen. Schmelzdetail. Mach ich sofort. So. Komische Leitergeräusche. Wieso? Ganz normal. Passiert. Nice. Sehr schön. Okay, ich pack mal den überflüssigen Cobblestone zurück in die Deep Storage, wo mittlerweile 12.000 drin sind. Hm? Wie bitte? So. Hier sind auch nochmal 4 Broken Iron Ore drin. Pulverisiere ich mal weiter. Macht das. So, ich habe ein Maßband gebaut. Oh, sehr nice. Wo den Eisenblock da in die Kiste neben der Smeltung. Boah, was liegt denn hier noch? Hier sind nochmal 2 Crushed Copper Ore. Okay. Die hast du irgendwie übersehen. Egal. Was in die Kiste? Hä? Eisen. Ingot. So, ja, nee, in meinem Inventar, aber ich kann die auch wieder in die Kiste legen hier. Nee, ich habe welche da reingetan. Ach so. Es sind übrigens noch, ja, okay, du hast eh schon alles rausgezogen, nevermind. Gut, ja, ich könnte auch mal gerade mal eine Sachen hier schnell reparieren. Ach so, der geht ja nicht, aber der geht. Und ein Ohrdust habe ich noch drin. Den kann ich weglegen. Und Cobblestone Coverly kommen in der Gerümpelkiste irgendwo rein. Also kein Stören, fertig. Ab die Laube. So. Brauchst du was zu essen? Okay. Ja, ein bisschen geht noch. Hab ja noch 3 Fische. Bis hier hinten sind 36 Meter. Ja, okay, das können wir als getätigt hinnehmen. Oder so ähnlich. Ja. Abgeschlossen. Mission accomplished. Getötet. Oder so. So, Moment, hier ist nicht gut ausgeleuchtet. Wieso ist hier nicht gut ausgeleuchtet? Das gefällt mir nicht. Ja, weißt du was? Wir sind aber auch schon wieder bei 20 Minuten, ne? Ich würde
würde sagen, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Das sieht doch viel aufgeräumter aus hier. Und ja, wir gucken mal, was wir bis zur nächsten Episode so schaffen an Eisenfarben und melden uns dann gleich wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns eine Bewertung und einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.